Mitgefühl bringt uns inneren Frieden, weil Mitgefühl das Herz öffnet. Mitgefühl schließt Feindschaft aus. Wenn einem jemand etwas Böses antut, dann kann man agieren. Aber als menschliches Wesen sollte man sogar einem Feind echtes Mitgefühl entgegenbringen. Dann öffnet sich unser Herz wirklich. Krieg und Nächstenliebe. In seinem Buch Meine spirituelle Autobiografie von 2010 schreibt der Dalai Lama auf den Seiten 130 bis 132 Folgendes über Krieg. Der Krieg bzw. jede Form von organisiertem Kampf hat sich mit der Zivilisation entwickelt und scheint Teil der Geschichte und der Menschheit zu sein. Wir können nur hoffen, dass die Unsitte des Krieges irgendwann ausstirbt. Möge es keine Kriege mehr geben, beten wir dafür. Selbstverständlich sind Kriege schrecklich, aber nur, weil eine eigentlich positive Kraft hinter ihnen, vom Göttlichen abgetrennt, vollkommen verzerrt angewendet wird. Wohlgemerkt sind auch Glaubenskriege, die sich auf das Göttliche berufen, verzerrt, weil sie aus einem Bewusstsein herausgeführt werden, welches vom Göttlichen abgespalten ist. Solange die göttlich-irdische Verbindung in einem unvollständig oder noch gar nicht erkannten Bewusstsein der Menschen und Menschheit fehlt, wird es Kriege geben. Kriege können nicht aussterben, weil sie zur eigentlich positiven Kraft des männlichen spirituellen Systems gehören. Das männliche spirituelle System hat die Aufgabe, aus der göttlichen Liebe heraus überholte irdische Strukturen im Sinne des Ganzen zu zerstören, um die individuelle und kollektive Entwicklung zu beschleunigen. Es richtet sich nicht gegen die Menschen, sondern führt die Menschen auf ein höheres Bewusstseinsniveau. Wird das verzerrte männliche spirituelle System als Krieg gegen die Menschen gerichtet, ist es eine Verwechslung der Bewusstseinsebenen. Abgespalten vom Göttlichen wird aus dem irdischen Bewusstseinsanteil heraus auf der Strukturebene getötet, zerstört und vernichtet. Die positive Wirkungsweise des männlichen spirituellen Systems dagegen geht als Impuls von der universellen Liebe aus und setzt sich über die göttlich-irdische Verbindung bis ins kropfstofflich-irdische fort. Dort vernichtet sie keine Menschen, sondern bewirkt Bewusstseinsveränderungen in ihnen. Das heißt, das männliche spirituelle System zerstört nicht die Menschen, sondern mit großer Kraft ihre überholten Wertvorstellungen und Überzeugungen. Während das männliche spirituelle System entwicklungsbeschleunigend falsche Überzeugungen angreift, wirkt das weibliche spirituelle System durch geduldige Liebesheilung. Beide spirituellen Systeme ergänzen sich in ihrer Liebesgestaltung des Irdischen. Die am Zielerleuchtung verbreitet das höhere Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters durch Anwendung beider spirituellen Systeme. Wenn der Dalai Lama auch in anderer Hinsicht den Wert des männlichen spirituellen Systems nicht erkennt, liegt es daran, dass er ganz grundsätzlich die Bewusstseinsebenen göttlich und irdisch vermischt. So wird im Buddhismus danach gestrebt, einerseits das Irdische ins Nirvana, Göttliche, hinein zu verlassen und andererseits göttliche Allverbundenheit im Irdischen umzusetzen. Das ist eine horizontale Betrachtungsweise, die den universellen Gesetzmäßigkeiten der vertikalen göttlich-irdischen Liebesgestaltung nicht entspricht. Tatsächlich ist die Allverbundenheit die energetisch-emotionale Liebesbasis des Ganzen, die durch im Irdischen abgegrenzte individuelle Gestaltung ausgedrückt wird. Glücksgefühle und Freude entstehen aus der Anbindung der Menschen ans Göttliche bei gleichzeitig vollständiger Abgrenzung im Irdischen. Leiden ergibt sich aus Gestaltungsfehlern des noch unvollständigen transzendenten Bewusstseins. Dementsprechend
sind auch die Aussagen des Dalai Lamas zur Nächstenliebe falsch. Auf den Seiten 121 bis 123 schreibt er: All jenen Eigenschaften, die ich als spirituell definiere, liegt eine einzige Motivation zugrunde, die Nächstenliebe. Es geht bei der Nächstenliebe nicht darum, sich selbst zugunsten anderer zu vernachlässigen, denn wenn man einem anderen etwas Gutes tut, tut man ja aufgrund des Prinzips der gegenseitigen Abhängigkeit auch sich selbst etwas Gutes. Mit dieser Aussage geht der Dalai Lama in zwei gedanklichen Schritten vor. Im ersten Schritt leitet er aus der universellen Allverbundenheit heraus die Liebe an seine eigenen menschlichen, göttlich-irdisch trennenden Schuldgefühle-Blockade vorbei zu anderen Menschen. Im zweiten Schritt soll die universelle Liebe dann aufgrund einer vermeintlichen irdischen Allverbundenheit wieder bei den Menschen selber ankommen. Doch tatsächlich gibt es im irdischen Bewusstseinsanteil diese Allverbundenheit nicht, sodass diese Form der Nächstenliebe nicht funktioniert. Vielmehr braucht sich um Nächstenliebe gar nicht bemüht zu werden, denn gesunde, göttlich-irdisch verbundene Selbstliebe führt automatisch zu heilender und entwicklungsfördernder Nächstenliebe. Insofern besteht die Reihenfolge nicht darin, anderen etwas Gutes zu tun, um bei sich selber Positives zu bewirken und dabei die Schuldgefühle-Blockade zu umgehen, sondern darin, durch Auflösung der Schuldgefühle-Blockade selber so viel göttliche Liebe zu erhalten, dass diese automatisch heilend zu den anderen Menschen weiterfließt. Die Ich-Bezogenheit gehört zu der Natur der Menschen, weil sie das individuelle Gefäß für die universelle Liebe der Allverbundenheit ist.